Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wenn eine Beziehung scheitert, was gibt's da für Gründe? Warum kommt's dazu? Und wie kann ich die Beziehung doch noch retten? Ganz viele wollen die Beziehung retten und ganz vielen ist es überhaupt nicht einerlei, wie die Beziehung aus ist. Ja? Einerseits stimmt schon, wenn das Pferd tot ist, auf dem du sitzt, steig ab. Andererseits ist das Pferd wirklich tot. Mehr dazu jetzt gleich 5 Gründe, warum sie die Beziehung doch noch retten können, auch wenn sie zu scheitern droht. Beziehungen ist ein urspannendes Thema, eines meiner Lieblingsthemen, und es ist so arg, wie manche Beziehungen wirklich kerzengerade runtersausen, wie ich schon zuschauen kann, aus therapeutischer Sicht, wie die Beziehung zu scheitern droht. Und oft ist der eine Partner voll dabei, der noch versucht zu retten, und der andere hat einfach überhaupt kein Interesse mehr zu retten. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie man den anderen, der schon längst am Abflug ist und der sich vielleicht sogar freut und vielleicht sogar die Chance sieht, jetzt endlich raus aus der Beziehung zu kommen, wie man den ganz gut noch wieder einfangen kann, dass er wieder wendet mit seinem Flugzeug und dann doch wieder landet und dann merkt, eigentlich war es doch ganz gut, dass ich nicht abgeflogen bin, sondern wieder im sicheren Hafen der Beziehung zu Hause bin. Dieses Zuhause ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich möchte Ihnen 5 Gründe bringen, warum jemand abhaut und dann auch 5 Möglichkeiten, wie man wieder zurückkommen kann. Erster Punkt, Klassiker, Kommunikationschaos, Kommunikationsstrudel, keine Kommunikation, schlechte Kommunikation, negative Kommunikation. Also Beziehung ist Kommunikation, ja, bis in eine Sexualität, das ist auch Kommunikation. Es ist alles nonverbal und vieles auch verbale Kommunikation, aber noch viel mehr nonverbale. Wenn Sie merken, der Partner schaut Sie nicht mehr an, der umarmt Sie nicht mehr sehr liebevoll, sondern nur so kurz, nur so routinemäßig, ja, schnelles Küsschen und dann wieder Tschüss. Ja, alles das, da merkt man schon, das passt nicht mehr, ja, das ist nicht mehr fein. Oder die Gespräche sind so, dass der Partner noch zustimmt und sagt, ja, und man merkt schon, der denkt an andere Dinge. Er ist schon abwesend. Wenn er wenigstens noch streiten würde, wenn er wenigstens noch diskutieren würde, heißt, dann wäre er schon noch besser. Aber wenn er irgendwie schon so innerlich, mir ist es egal, dann ist es nicht gut. Dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, dass er schon am Gehen ist oder sich schon verabschiedet hat. Wie kann ich ihn wieder zurückholen? Was gibt's für Lösungen? Durch Ich-Botschaften, durch klares Ansprechen der Dinge, wo ich ihn auch treffe, den Partner, die Partnerin, wo ich dann auch den Partner so packen kann an seinen Themen, dass er zum Nachdenken kommt, dass er dann doch irgendwie merkt, das liegt doch auch an mir und will ich wirklich diese Beziehung so schnell aufgeben? Ist es das wirklich wert? Und der dreht dann um, wenn man das dann sieht, er sieht, da gibt's doch was Wertvolles. Es ist doch was, wo es für sich doch lohnt, wieder in Kommunikation zu gehen. Und dann werden Sie auch merken, die Art und Weise der Kommunikation ist anders. Es ist ein aktives Bemühen da, mit dem anderen wieder zusammenzukommen, dass das wieder sich gut verzahnt, dass es das wieder findet, dass es da ein Fitting gibt. Also, Kommunikation ist der Schlüssel. Und wenn Sie da gut sind, wenn Sie da wirklich schaffen, den anderen wieder zu kriegen bei seinen Themen, ja, dann gelingt's wieder, dann geht's wieder los. Zweiter super wichtiger Punkt, mangelndes Vertrauen oder sogar bereits massives Misstrauen. Es gibt kein Vertrauen mehr. Aus 1000 Gründen, ja. Es sind so viele Dinge, wo man sich denkt, na, der geht schon fremd oder die ist schon bei einem anderen oder da gibt's gar keine ehrliche Gesprächskultur mehr. Das Handy ist auf einmal gesperrt, das Handy wird nicht mehr offen liegen gelassen. Man kann nicht mehr Einblick haben in seinen Kalender und so weiter. Also viele, viele, viele kleine Zeichen. Man kriegt es sofort mit in der Beziehung, da hat sich jetzt was verändert. Und wenn man dann trotzdem drauf kommt und man kommt dann natürlich dann drauf, es stimmt, leider hab ich mich nicht getäuscht, er betrügt mich wirklich oder er ist schon mit jemand anderen intensiv in Kontakt, vielleicht noch nicht fremdgegangen, aber schon stark da hinterher. Das ist dann wirklich ganz, ganz hart. Und da geht es dann darum, in aller Ruhe, in aller Klarheit transparent zu machen, was ich weiß und warum es mir wichtig ist, da trotzdem noch dran zu bleiben. Die Emotionen kochen natürlich hoch und dann kommt irrsinnig viel Enttäuschung und dann kommt auch
oft dann wirklich Vorwürfe, 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 was ihn meistens noch mehr wegtreibt, den Partner, der eh schon am Weg raus ist. Und wenn ich aber nicht Vollgas mit Vorwürfen komme, sondern eigentlich mit der Erinnerung an das, was uns beide verbindet, wie wertvoll und wie wichtig das ist, was wir beide leben. So viel Schönes, so viel Wertvolles, wir haben so viel aufgebaut. Wir haben, keine Ahnung, gemeinsame Kinder, wir haben einen gemeinsamen Hund, wir haben so viele Dinge, die gemeinsam sind. Und wenn ich da die Gefühle wecken kann beim anderen, bei der anderen und dann merke, stimmt, das ist ihr nicht egal, ja. Also sie möchte schon auch noch gemeinsam diese Dinge auch genießen, die wir uns auch gemeinsam erarbeitet haben, ja. Dann gibt's wieder eine Kehrtwendung. Kann sein. Kann natürlich auch sein, dass es keine Kehrtwendung gibt, weil schon alles vorbei ist. Aber ich würde trotzdem nicht aufgeben und ich würde trotzdem über die Bilder, über die Erinnerungen, über das Schöne versuchen, wieder aufs Wesentliche zu schauen. Wenn ich dann Vollgas mit Vorwürfen und mit Ablehnung und mit du Schwein und was fällt dir ein und was hast du alles mir angetan und kannst dich gleich schleichen und so, ja, dann wird der Prozess weitergehen. Ja. Klar bin ich verletzt, aber es hilft jetzt nichts verletzt zu sein. Es hilft jetzt viel mehr zu versuchen, kriege ich beim Partner, der schon am Weg weg ist, wieder einen Shift, dass er merkt, es ist wertvoll. Und dann kann ich wieder Vertrauen entwickeln, der ich so verletzt bin. Ja, klar, das braucht dann auch wieder Zeit. Aber ich muss mein Vertrauen zurückstellen und es bringt nichts, wenn ich sage, so, jetzt ist es bei mir aus. Ja, ich verstehe schon, weil die Emotionen sind schwerst verletzt und die Person ist massiv diskreditiert. Ganz klar. Aber bitte, wenn Sie merken, es gibt kein Vertrauen mehr, dann müssen Sie eher schauen, dass Sie das Vertrauen für die Seite legen und schauen, dass Sie den Partner und die Partnerin insofern wiederholen, indem sie das Schöne in den Mittelpunkt stellen, die schönen Erinnerungen und eigentlich den Partner, der schon am Weg weg ist, wieder für sich begeistern, interessieren und wieder neu in sie verliebt machen. Das ist das Ziel. Dritter Grund, kein Sex mehr, Intimitätseiszeit. Man spürt dann man will gar nicht nahe sein. Ich will deshalb vom anderen keine Nähe mehr, weil er mich so verletzt hat. Der andere holt sich hier keine Nähe mehr von mir, weil er sich schon von woanders sich holt und so weiter. Ja. Oder es gibt dann diese brutalen Zeichen. Ja. Ich gehe absichtlich mir jetzt einen Porno anschauen und du kriegst das mit und du bist schuld, dass ich mir jetzt einen Porno anschaue und so weiter. Also ganz, ganz üble Sachen, ja, wo man merkt, da ist so viel Verletzung, da ist so viel Schmerz da, was so weh tut, ja, und wo man sich gegenseitig noch eines reinhaut und noch ein Messer hineinsticht, ja. Bitte nicht, ja. Wenn Sie da mehr wissen wollen und mehr einsteigen wollen, es gibt jetzt einen Online-Kongress, ja, Beziehung am Abgrund und unten in der Videobeschreibung finden Sie alle Informationen dazu. Dieser Online-Kongress ist kostenlos, täglich kostenlos, ganzen Tag zum Nachhören bis um Mitternacht und am nächsten Tag ist dann der nächste Tag mit den nächsten Sprechern. Ja. Ich bin auch bei diesem Kongress dabei. Hören Sie einfach mal rein, ist kostenlos für Sie zum Anmelden und gibt's unterschiedliche Aspekte. Beziehung am Abgrund, wie komme ich da wieder raus, wie kann ich da noch das Ruder herumreißen. Vierter Grund, wo es schief geht, ist, dass die Konflikte nicht mehr kompetent ausgetragen werden. Man hat keine Konfliktregeln, man ist einfach nur noch subjektiv, man ist nur noch gegen den anderen, man versucht dem anderen noch eins auszuwischen. Stopp, kann ich wieder streiten lernen, kann ich wieder mit dem anderen in einem guten Auseinandersetzungsdiskussionsprozess sein, wenn dem anderen was liegt. Das ist so wichtig. Wenn ich merke, ja, ich möchte gern beim anderen noch sein, dann muss ich wieder mit ihm mich auseinandersetzen wollen, auch wenn er mir total am Nerv geht, auch wenn er mich super verletzt hat, auch wenn ich kein Vertrauen mehr habe. Und der schon am Gehen ist, oder wenn beide schon am Gehen sind, müssen sich beide überlegen, will ich das wirklich hinschmeißen? Da ist so viel Energie reingeflossen, da war so viel Wertvolles. Und wenn mein Gefühl mich überschwemmt, dann will ich nichts mehr zu tun haben. Schleich dich, ich bin froh, wenn der weg ist. Aber
wenn ich streiten lerne, dann sage ich, hey, komm her, ich möchte es nochmal klären mit dir, ich gebe dir noch eine Chance, machen wir noch einmal wirklich klar Schiff und diskutieren wir alle Punkte, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, wo wir gegenseitig lieblos waren, wo wir uns gegenseitig stehen haben lassen und auch gehen haben lassen, auch ziehen haben lassen, dass wir die noch einmal versuchen zu klären und versuchen wir doch, ob wir nochmal neu starten können. Das wäre so ein Geschenk für euch beide, weil ihr dann beide das Gefühl habt, es wird. Sie werden jetzt vielleicht sagen, ja, ich möchte eh, aber er möchte nicht, das ist so schwer. Stimmt, es gehört zum Streiten, können immer zwei dazu. Aber es gibt Möglichkeiten, wie ich den anderen wieder zum Streiten hole, indem ich sage, was ist, willst du dich jetzt nicht stellen, willst du feig abhauen? Bleib doch da und komm doch noch einmal und stell dich noch einmal unserer Geschichte, unseren gemeinsamen Erfahrungen, stell dich noch einmal unserer Liebe. Auch wenn du sagst, nein, ist nichts mehr da, keine Liebe mehr da, keine Gefühle mehr da. Ja, aber du hast doch eine Verantwortung, du hast doch innerlich so viel auch investiert und das schmeißt man nicht so leicht weg. Und eine Scheidung ist immer viel teurer, als wie noch einmal zusammenzubleiben. Probieren Sie es nochmal. Geben Sie nicht auf, wenn Sie versuchen, den Partner noch zu retten und ihn nochmal zu einem Umkehren zu bewegen. Alle Kraft, die Sie haben, nochmal rein. Fünfter Grund ist einfach Beziehungsburnout. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir haben uns auseinandergelebt. Es ist einfach total fad. Wir haben nichts mehr Gemeinsames. Ja, dann darf ich, wie bei jedem anderen Burnout, rauskommen aus dem Burnout, indem ich wieder Dinge tue, die mich wieder leben lassen, die mich aus dieser Erschöpfung, aus diesem Halbtotsein wieder rausholen. Und wie komme ich aus einem Beziehungsburnout heraus? Indem ich neue, schöne Dinge gemeinsam entwickle, neue Rituale, ein neues Miteinander, etwas, wo wir gemeinsam was finden, was uns Freude macht. Nicht, was uns überfordert. Wir machen jetzt nicht eine extrem anstrengende Wanderung, die uns beide überfordert und danach sind wir noch mehr in der Erschöpfung drin und haben gar nichts davon, außer dass wir gestritten haben, dass der Weg viel zu schwer war und dass das Wetter zu schlecht war und dass wir unzureichende Ausrüstung gehabt haben. Das nicht. Aus dem Beziehungsburnout raus heißt, wir gestalten beide etwas, was uns nicht überfordert, aber was Schönes, Neues, Angenehmes, Gemütliches, Liebevolles, Trostreiches, Freudiges ist. Es sind entspannende Dinge, ja? Gemeinsam in die Therme, wo nichts ist, wo wir einfach nur mal runterkommen und Pause machen, wo wir auch faul sein dürfen, wo wir aber trotzdem Zeit haben für uns, nicht jetzt wieder hart in die Diskussion zu gehen, wie beim vierten Grund, sondern eher, wo man merkt, wir lassen es mal gut sein, wir reden mal gar nicht drüber, wir versuchen mal nur still zu genießen. Wir versuchen noch einmal, das, was jetzt war, einfach stehen zu lassen und den Augenblick jetzt schön zu finden. Was übrigens ein No-Go ist, wenn klar ist, die Beziehung ist schon aus und dann schlägt einer der Partner vor, wir machen noch einen schönen Abschlussurlaub, einen gemütlichen, das ist dann Zusatzverletzung, ja? Geht ja wohl gar nicht. Ja? Also es muss schon der Wille sein, dass wir noch zusammenbleiben wollen und nicht, dass es mir eh schon pipegal ist, aber ich habe den Urlaub jetzt schon gebucht und jetzt will ich ihn auch ausnützen. Das ist Katastrophe, ja? Das ist ja noch einmal mehr wehtun als sonst was. Und da gibt's auch dann keine Idee umzukehren, da gibt's auch keine Idee, was zu ändern. Nochmal Online-Kongress, unten in der Videobeschreibung finden Sie den Link. Beziehung am Abgrund ist wirklich, wenn Sie in dieser Thematik drinnen sind, haben Sie super viele Referenten, jeden Tag kostenlos, den ganzen Tag bis am Abend zum Nachhören und später können Sie ihn dann auch kaufen, aber jetzt können Sie ihn mal kostenlos ansehen und mit dabei sein. Ich glaube, das hilft Ihnen. Sie brauchen jetzt Input, Sie brauchen jetzt Trost, Sie brauchen jetzt Unterstützung, damit Sie durch diese schwere Phase gut durchkommen, damit Sie eben nicht aufgeben. Und dieser Online-Kongress will eine Hilfe sein, dass Sie durchhalten. Alles Gute für Sie, viel Kraft und geben Sie nicht auf. Es wird hoffentlich für Sie, wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen, wieder werden.